Hoppala. So viel zum Thema. Was macht der da? Sind die oben? Das wäre natürlich praktisch, wenn die oben sind. Warum tut er das wohl? Zu euren Diensten? Ich bitte euch. Nee, die sind hier unten. Na, ja, dann wird das mit heimlich nichts. Schauen wir mal. Oh. Der war auch stylisch, oder? Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Wie soll ich denn heimlich machen, wenn hier diese blöde Tante rumrennt? Nur eine kleine. Oh, geh mir aus dem Weg. Geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Ich werde sie auch nicht wegstoßen, ne? Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Oh. Der war schlecht. Aha. Er zieht ja gar nicht richtig mit dem Messer. Tja. Sie können bestimmt den Gangstern Wurfmesser stehen. Sie erkennen diese an der Lederkapuze und Messer an ihren Gürtel. Naja. Achso, und das war heimlich? Ja, nee. Ist egal. Lass mich hier hoch. Verdammt. Hier hoch. Ah, und hier ist so ein Dingsi. Sehr gut. Und tschüss. Gut. Also, heimlich ist nicht meins. Das lasse ich sein. Wir gehen zu diesem Aussichtspunkt. Der ist dort. Lass mich raus. Hallo? Warst du dir sicher? Mhm. Sei froh, dass du runtergesprungen bist. Oh. Naja, der war schlecht, ich weiß. Jemand sollte ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Ist das der Aussichtspunkt? Nee. Kommt nicht näher. Okay. Ah, ihr seid am richtigen Ort. Es gibt keinen besseren. Ich stehe hier, um eine Warnung zu überbringen. Ist das der Aussichtspunkt? Tatsache. Der Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird mal gegen Jerusalem ziehen. Ich verstehe nicht, was er damit erreichen will. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. Diese Stadt gehört uns, hat uns immer gehört. Und es ist unsere Pflicht, sie bis zum Tode zu verteidigen. Die Kreuzfahrer müssen besiegt werden. Müssen sie das? Sag bloß. Okay, den Aussichtspunkt haben wir auch. Achso, Entschuldigung, ich gehe. Ist ja die Frage, müssen wir wirklich alle Aussichtspunkte sammeln? Das bringt uns halt mehr Leben, ne? Aber wie viel Leben braucht man denn? Komm, wir machen mal die Mission einfach weiter und gucken, was passiert. Oh. Bist du einer der... Ich bin gar nicht da. Okay. Er versucht mich umzubringen. Was für Lampen. Ich habe mal Lappen hier überall. Also wenn ich dran vorbeilaufe, ne, dann können wir es auch machen. Nur wo ist er?
Ja, ja. Ach, da sind sie ja. Ach. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Wer hat das getan? So, ich muss hier irgendwie mal nach oben kommen wieder. Ist das eine Leiter? Okay. Das hilft beim auch den Porklettern. Okay, gehen wir hier noch hoch. Das Büro ist da hinten irgendwo, okay. Nein! Stützt einfach ab, der Penner. Nur weil du den Grund nicht kennst, heißt es nicht, dass es keinen gibt. Ja, ja, lass dich ruhig fallen und runter. Friede sei mit euch, Malik. Eure Anwesenheit stört meinen Frieden. Was wollt ihr? Al-Mualem bat euch, eine niedere Arbeit auszuführen, um euch reinzuwaschen. Worum geht es also? Nun gut, Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an! Wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Aber es muss reichen. Was soll ich mit dem Buch? Achso, ja, die möchte ich haben. Ruht, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr ans Werk geht. Aber tut es leise. Boah, dem würde ich auch gern so ein Messer ins Hals rammen, ne? Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, Talal inspiziert sein Lager täglich. Ah ja. Oh, falsche Seite. Dann wollen wir mal hingehen zum Lager, wa? Ich markier's mal. Wahrscheinlich kommt man da auch nur vom Dach rein, oder am besten zumindest. Würde mich auch nicht wundern, ne? Oh, das wird gleich wehtun. Ich sehe es schon kommen. Oh, oder auch nicht. Oh, hier komme ich nicht mehr raus, oder? Doch, selbst das klappt. Ich bin begeistert. Oh. Warum behelligt ihr mich? Weil du da rumstehst. Ja, oh, ich drücke mal zu doll diese Taste hier. Und Kontern klappt auch nicht mehr. Okay, dann halt draufhauen. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Joa, ne, kann man machen. Kann man mal machen. Och komm, lass mich in Ruhe mit deiner Gabe. Mit ein paar Goldmünzen. Hallo? So, hier sind wir schon mal. Aber da geht's nicht höher. Okay. Oh.
Was? Wer hat das getan? Wer hat das getan? Oh, schaut es euch an, das ist ja praktisch. Dann sind wir jetzt dran. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Ja. So ein komischer Kauz. Was? Ach, da hinten wieder einer. Das Feuer des Krieges frisst sich durch das Land. Und Tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verloren. Es scheint okay. Aber ich sage, dann schauen wir, ob wir hier rüberkommen. So, der Kollege ist auch weg. Da ist eine Leiter, das ist auch gut. Dann ist übrigens die Flagge. Wer sie noch sucht, der kann sie sich da holen. Oh, ist auch einer. Aber hier geht's nicht rein. Ich habe solchen Hunger. Ja, ja. Hier ist so, da ist so. Er versucht uns ständig. Seid stark. So stark wie Salah Al-Din. Oh. Und wachtet euch gegen euch. Was nun, Sklaventreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen. So wie mir geholfen wurde. Hilfe! Ihr tut ihnen keinen Gefallen, damit sie so einzupferchen. Einpferchen? Ich biete ihnen Schutz und bereite sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Welche Reise? In ein Leben der Knechtschaft? Ihr wisst gar nicht. Es war dumm, euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch! Oh, macht er. Den Mann sehen, der euch hier gerufen hat. Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. Oh, das wird eine Schlacht. Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht? Musstet ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Nein. All das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. Er ist ein Bogenschütze, ne? Ich möchte eigentlich nicht ins Licht gehen. Okay. Die schaffen wir. Nun stehe ich vor euch. Was ist euer Begehr? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Ihr lasst mir keine Wahl. Ihr müsst sterben. Macht sich nicht mehr selber die Finger schmutzig, wa? Das wird euch eine Lehre sein. Wie kannst du glauben, zögert ihr? Erledigt ihn! Das war der berüchtigte Klütenschnitzer. Hast du an ihn gegriffen, ne? Lass deine Griffe weg. Er kann ja kontern. So, versuchen wir mal hinterher zu laufen. Ach, da hinten ist er. Hoppala.
Ja, das ist ganz schön flott unterwegs, wa? So ja nicht. Fliehen. Teilt euer Geheimnis mit mir. Mein Part ist beendet. Die Bruderschaft ist nicht so schwach, als dass mein Tod sie aufhalten würde. Welche Bruderschaft? Al-Mualim ist nicht der Einzige, der Pläne für das Heilige Land hat. Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren. Dann sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die niedersten Arbeiten? Nein, ich verkaufe sie nicht, ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befahl. Nein, ihr profitiert vom Krieg, von zerstörten und gebrochenen Leben. Ja, so denkt ihr, in eurer Unwissenheit. Euren Geist ab. Man sagt, das könnt ihr am besten. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. Das wirklich allzu rechtens ist, was wir hier machen? Okay. Schnell weg. Schnell weg zur Basis. Ja, ja. Ja, ja. Wo geht's denn lang? Hier lang, ne? Oh. Hat keiner gesehen. So, sind wir bei da? Da ist eine Leiter. Ach, verdammt, daneben gesprungen. Huch, warte mal. Ist das doch? Warum ist das so? Wahrscheinlich wegen, weil sie mich suchen. Ist hier irgendwo was in der Nähe? Ja, das. Ja, obwohl, ich nehme mir das da. Nun, die große Preisfrage. Geht das Ding wieder auf? Tatsache. Oh nein. Der tat weh. Machen die Schweine hier einfach zu, wenn man gesucht wird. Frechheit. Altair, wie wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Und wie verlief eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von dezent vergessen? Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik, aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Echt mal? Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik.
Na, das weiß ich noch nicht so, ne? Attentat beendet, das Ziel wurde eliminiert, zurück zu Al-Mualim. Muss er jetzt echt selber hinlatschen? Nee. Gottverdammt, was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Miss Stone. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Ich will mich nicht ausruhen. Ey, Typ, bleib stehen. Na gut. Kann ich mit ihr quatschen? Ne, sie ignoriert mich auch. Kann ich hier nochmal E-Mails lesen? Auch nicht. Na dann. Leg ich mich halt hin und ruhe mich aus. Was zum... Jemand war hier drin. Das erkennst du woran? Oh. Komm, wir duschen erstmal eine Runde. Ha, Überwachungskamera. Dann wird nicht geduscht. Woher weißt du, dass jemand drin war? Achso, hier. Nee. Da ist eine Delle drin, oder? Sieht aus wie ein Zugangscode. Mhm. Das ist ja praktisch und sie ist weg. Okay. Können wir dann jetzt hier? Er klaut sich den Stift, okay. Ist hier noch etwas? Nee. Gut, gut. Haben wir hier irgendwas Schönes? Können wir irgendwas kaputt machen vielleicht? Weiß man nicht. Nee, auch nicht. Hier? Dafür fehlt uns der Code. Okay. Hallo, lass mich gehen. Gibt es hier einen Code? Ah, nee. Ah, nee, ist unser Zimmer. Dumme Frage. So, letzter Versuch. Ist hier noch irgendwas? Nein. Dann gehen wir noch mal ins Zimmer und schauen, was passiert. Ah ja, jetzt können wir uns ausruhen. Wir haben einen Stift geklaut. Wir sind Diebe. Oh, was war das? Der nächste Morgen. Raus aus dem Bett! Es wird ein schöner Tag. Sie sind aber heute gut gelaunt. Miss Dillman hat einige Modifikationen am Animus vorgenommen. Sie sollten jetzt noch länger drinbleiben können. Um Ihnen bei der Schatzsuche zu helfen? Das ist eine ernste Angelegenheit, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen die Arbeit, die Abstergo leistet, nicht zu würdigen. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihr Leute tut. Wir ändern die Welt. Jeden Tag. Auf 100 verschiedene Arten. Wussten Sie, dass beinahe jeder Durchbruch des letzten Jahrtausends, sei er medizinisch, mechanisch oder philosophisch, von Abstergo oder seinen Vorgängern kam? Das ist eine kühne Behauptung, Doc. Meinen Sie nicht, Sie übertreiben da ein bisschen? Nicht im geringsten. Oh, natürlich ernten wir nicht die Lorbeeren. Das würde viel zu viel Aufsehen erregen. Wir suchen uns unsere Günstlinge sorgfältig aus. Warum? Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht sie so besonders, so clever, dass sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Um fair zu sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie. Finden? Es sind Geschenke, Mr. Miles.
von denen, die vor uns waren. Wir sprechen später weiter. Die Zeit drängt. Okay, so gesprächig war er noch nie. Na gut, dann gehen wir halt mal wieder in den Animus. Ja, hi. Sehr schön. Ich nutze die Gelegenheit für eine kleine Aufnahmepause und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Mach's gut.